Hallo Freunde und herzlich willkommen zu einem neuen Vlog. Heute mal ein Vlog, einfach so, einfach auf Lust und Laune. Heute gehen wir auf eine Fertighausmesse, falls irgendwelche Gerüchte herumgehen. Wir wollen jetzt gerade irgendwie nicht bauen, aber Julis Mutter ist ja im Immobilienbusiness und deswegen hat sie da Connections und deswegen gucken wir uns heute mal so eine Fertigbaumesse an. Ich dachte, das ist vielleicht auch was ganz Cooles zum Vloggen so. Wir haben jetzt ein Piano. Wer Anker guckt, weiß das. Und wir haben jetzt die ganze Zeit so Lieder auswendig gelernt. Zum Beispiel kann ich jetzt So Sick von Mio spielen. Wer von euch Klavier spielt, kann mir vielleicht mal ein paar hilfreiche Tipps geben, wie man schnell und einfach Klavier lernen kann. Ansonsten wird hier auch wieder das Baby gequält. Ja, jetzt so. Hallo Eliana. Ja, man muss sich halt warm anziehen, gell? Sie zieht sich heute auch an für die Hausmesse, weil sie ist vielleicht eine potenzielle Hauskäuferin. So, da sind wir bei der Hausausstellung. Ja. Viele verschiedene Jacke, ne? Hä, ich ist gar nicht kalt. Oha. Ich bin so, ich habe halt ein Kind. Dann hat man keinen Platz mehr für die Jacke. Nein, ich habe nur an ihre Sachen gedacht. Dann habe ich nicht mehr dran gedacht, mir eine Jacke anzuziehen. Und sie sieht aus wie Winter, Alter. Sieht schon nice aus. Gerne, diese Steinfassade ist ja gut. Ist geil. Irgendwie voll komisch, man läuft ja einfach so durch fremde Häuser. So, Tür steht offen, man geht einfach so in fremdes Haus. Ja. Irgendwie weird. Das hier ist das Badezimmer im ersten Haus. Alter, crazy Badewanne. Mhm. Oh, sie haben so einen langen Stiel, da kann man seinen eigenen Arsch mit reiben. Ist geil, voll hohe Decken. Aber kleine Zimmer, gell? Ja. Gut, stimmt. Was soll ich mit so einem Raum machen? Gell, okay, was soll man hier machen? Du kannst einen Stuhl in die Mitte stellen und Lesezimmer. Boah, genau so ein Bett wollte ich als Kind immer haben. Cool. Cool? Oha, aber stell dir mal vor, deine Eltern machen die Kinderzimmertür. So. So, Alter. Ist geil. Hier gibt es einen Besprechungsraum vor dem Schlafzimmer. Kann man nochmal die heutige Schlafposition besprechen. Geil. In der Dusche kannst du erfahren, Alter. Ich finde, wenn die Toilette so quadratisch aussieht, dann sieht es aus, als könnte man da nicht bequem drauf scheißen. Also das hier ist schon so Traumhauscharakter mit diesen Steinen und so richtig schön. Oh, hier riecht's holzig. Ein holziger Duft. So, da sind wir wieder. Die anderen sind noch ein paar Insta-Pics machen, aber ich wollte schon mal nach Hause. Ich muss sagen, diese Fertighaus-Landschaft, das war schon ganz cool, sich das reinzuziehen. Aber irgendwie waren die Häuser auch alle so ein bisschen seelenlos. So, alle waren gleich und wir haben uns, glaube ich, also waren dann, glaube ich, in 10 so Häusern drin. Und irgendwie herrscht danach gar keinen Bock mehr gehabt, dir noch weitere Häuser anzugucken. Mein großes Ziel hier übrigens am Piano ist es, eine Melodie zu Hey du kleine Banane spielen zu können. Also zu komponieren und zu spielen. Und das werde ich euch dann natürlich auch präsentieren. Ich stelle es mir irgendwie so vor, so Hey du kleine Banane, du schmeckst so süß wie Eistee mit Sahne. Hey Freunde, sorry, dass ich den Vlog gestern so abrupt beendet habe, aber es ist gestern etwas vorgefallen. Also, es ist ein neuer Tag, wie ihr seht, ich war gerade bei der Arbeit. Aber derselbe Vlog und ich musste gestern und ich habe gestern abrupt beendet, weil mir ist gestern etwas passiert. Das war so krank.
Danach war irgendwie der Abend für mich gelaufen. Das hat sich jetzt langsam wieder reguliert, aber es war schon psychisch sehr belastend. Und zwar, ich habe hier hinten eine Zahnkrone. Die habe ich mal vor 6 Jahren bekommen. Da ist mir ein Zahn abgebrochen und dann dann konnte man ihn halt nicht mehr füllen. Da hat man da so eine Krone drauf gesetzt. Für alle, die nicht wissen, was das ist, das ist so eine Art künstlicher Zahn, der wird oben drauf gesetzt und ja. Und dann waren wir gestern Abend essen mit Julies Family und ich, als wir so rausgehen, esse ich so ein Toffee, so wie Toffifee, und beiß drauf, beiß ab und auf einmal, zack, mein ganzer Zahn war ab. Raus, komplett raus. Hier ist er. Einfach so, mein Zahn. Wisst ihr, was für ein Schock gestern war? Ich dachte so, oh Gott, ich kann nicht mehr unter Leute gehen. Denn ich habe mich gefühlt wie so ein Obdachloser, dem die Zähne fehlen, dabei ist es ganz hinten. Auf jeden Fall hab ich jetzt heute schon mit dem Arzt gesprochen und der tut mir das morgen irgendwie wieder reinbasteln. Aber es war total schockierend. Also Zähne, Freunde, passt auf eure Zähne auf, weil ja, das ist jetzt heute auch den ganzen Tag. Ich konnte nur auf der Seite kauen und so, das ist absoluter Stress. Naja, ansonsten, ich muss jetzt mein Auto vorbereiten. Wer es in meiner Insta-Story gesehen hat, weiß, ich verkaufe das Auto jetzt. Leider werde ich mich jetzt von meinem geliebten Cabrio trennen, weil ich kriege am Freitag ein neues Auto, meinen ersten Neuwagen. Und ja, jetzt muss ich mich darum kümmern, dass ich die Karre hier verkauft bekomme. Ich habe es jetzt schon eine Woche bei Mobile drin, aber ich habe bisher wirklich nur richtig unseriöse Anfragen bekommen. Und jetzt hat heute Mobile direkt bei mir angerufen und gesagt, die wollen das Auto kaufen über irgend so einen Ankäufer. Was weiß ich glaube eh, das wird ein scheiß Angebot, aber ich mache es ein bisschen sauber und dann fahre ich da hin und lasse mir mal ein Angebot für den Kerl machen und dann mal sehen, was Sache ist. Aber ich bin da relativ desillusioniert. Aber ich bereite es mal vor, weil vielleicht macht er mir doch ein Hammerangebot und dann weg mit der Karre. So, das Gröbste ist erledigt. Jetzt, wasche ich es noch von außen kurz, wobei ich eh glaube, wenn es ein professioneller Verkäufer ist, dass den das gar nicht interessiert, ob das Auto gewaschen ist oder nicht. Ich glaube, das ist eher so für Autokauf-Noobs wie uns, dass wenn das Auto gewaschen ist, es besser rüberkommt. Aber keine Ahnung, meine Höflichkeit verbietet mir, dem jetzt ein dreckiges Auto zu präsentieren. Also noch kurz zur Waschanlage. So, ich lasse mein Auto gerade waschen. Das letzte Mal vielleicht. Wobei ich glaube eh nicht, dass ich ihn heute verkaufe. Ich habe mir bisher immer alte Autos gekauft, die dann so 2, 3 Jahre gefahren und dann wieder verkauft. Der ist jetzt auch schon, also als ich ihn gekauft habe, war der 5 Jahre alt. Und jetzt ist quasi mein neues Auto das erste nagelneue Auto, was ich habe, wo ich auch konfiguriert habe, wie ich wollte, ausgesucht habe, welche Farbe das Leder haben soll und so. Ich bin quasi der Erste, der in den Sitz putzt. Außer der Händler hat es schon gemacht. So, da ist er, fresh wie ein Baby. Fuck you, pay me. Also ich komme gerade vom Auto einschätzen und das Angebot war wie zu erwarten relativ schlecht. Ja, war auf jeden Fall jetzt nicht so eine super Erfahrung. Wobei der Typ war nett, er hat alles gut und klar geregelt und klar, die müssen auch ihr Geld verdienen. Aber wie zu erwarten war das Angebot zu schlecht, um es anzunehmen. Hallo, ich kriege ein Whopper Junior. Ich mag es irgendwie an Drive-In mit verschiedenen Stimmen zu bestellen. Wobei manchmal ist es ein bisschen scheiße, weil manchmal habe ich schon so als so übelst der Schwabe bestellt. So, ja, hey, ich krieg bitte einen Whopper Junior bitte und eine kleine Pommes und können Sie mir das Ganze in einen Säckel packen? So. Und dann aber, wenn ich dann da stehe und die sehen mein Gesicht, dann merken die schon, dass ich das gefaked habe. Aber bei dem Russen-Akzent tatsächlich, hatte ich sogar schon mal, dass einer mit mir Russisch gesprochen hat. Italiener ist auch ganz gut. Haben Sie die Whopper Junior mit Ketchup oder ist es nur mit Mayo, eh? Habe ich auch schon gemacht. Ja, immer ganz funny. Weil man hat ja sonst nichts zu tun im Leben, gell? Und an der Körper flex, der Körper ist wax, alles ein wie glatt. Du willst Hacks auf meinen Nacken, doch hast keinen Wop, spielst du grad nicht über Cash? Das ist der neue Song von Shirin David, den ihr wahrscheinlich kennt. Den Song feiere ich richtig. Also,
bisschen Shindy-mäßig, richtig geile Vibes. Shirin ist halt echt super krass. Feiert jetzt nicht so, hä? Also wie ihr seht, das ist ein anderer Tag. Ich habe übrigens wieder meinen Zahn. Also der Tag mit Lücke war echt Katastrophe. Aber das ist jetzt scheinbar auch nur vorübergehend, weil so wie es aussieht, werde ich wohl ein Implantat bekommen. Naja, auf jeden Fall, wir machen jetzt gleich auf den Weg nach Wolderstadt, mein Auto holen. Und ja, dann seht ihr auch, was ich für ein neues Auto bekomme. Okay, wir sind jetzt schon wieder zurück vom Auto abholen. Der steht jetzt hier und ich zeige ihn euch einfach mal. Ein weißer Audi A6. Ich wollte mal wieder ein Auto mit viel Platz haben quasi, deswegen ein viertüriges Auto. Das ist jetzt keine irgendwie super krasse Sportskarre oder so, wie man sonst von YouTubern gewohnt ist, aber ja, ich finde es sehr schön quasi. Ich habe es mir ja auch so zusammengestellt. Außen weiß, innen wieder so braunes Leder. Hier ist alles mit so Displays. Ich finde es ganz cool. Genau, hinten mal genug Platz für alle. Weil bisher muss man sich bei mir immer voll reinquetschen ins Auto. Ja, das ist er. Ich bin ultra happy. Ich weiß noch, mein allererstes Auto, was ich hatte, war so ein alter Alfa Romeo, der 1000 Euro gekostet. Da hätte ich nie gedacht, dass ich mal so ein ganz neues Auto fahren kann. Weiß nicht, was ich noch dazu sagen soll. Ich hoffe, euch hat der Vlog gefallen. Ich hoffe, ihr hattet Spaß bei diesem Vlog. Und ja, morgen mache ich auch einen Vlog. Also ich mache morgen wirklich einen Vlog, kein Scheiß, weil ich gehe mit Kat nach Hamburg. Und da werde ich auf jeden Fall einen drehen. Genau, und ja, meine Freunde, ich hoffe, ihr hattet Spaß. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Und falls von euch immer BMW Cabrio braucht, dann ey, hit me up.